Zum 90. Geburtstag 2013 macht sich BMW Motorrad selbst das schönste Geschenk, die nostalgische R9T. Ein Bike, wie man es den Bayern früher so gar nicht zugetraut hätte. Mit klassisch-puristischem Design, ohne jeden schmückenden Firlefanz, ist der Cafe Racer ein direkter Brückenschlag zur R32 von 1923. Dem ersten Motorrad von BMW und dem ersten Fahrzeug der Marke überhaupt. Zurück zur Gegenwart, zu den BMW Motorrad Days nach Garmisch. 12 of us came from Serbia, Slovenian, from Italy, from Kuala Lumpur, Russia. I'm from Portugal, from Russia. From the States. 50.000 Fans schwärmen vom weltgrößten BMW-Treffen. It's a great, great experience. A dream come true. Du siehst hier Jungs aus Japan, aus Malaysia, aus der Ukraine. Also die kommen aus der ganzen Welt. Es ist so eine Gemeinde und das macht einfach total Spaß. Lederhosenromantik trifft hier auf Coolness. Fans jeden Alters vereint die Liebe zu BMW-Motorrädern. Das Publikum hier wird immer gemischter und jünger. In Garmisch treffen wir den Fachmann in Sachen BMW Classic. 23 ist das erste Motorrad. 1924 haben wir die erste deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir fahren Weltrekorde, wir sind im Gelände schnell. Wir machen Weltmeisterschaften in Serie in den 50er bis 70er Jahren. Also das ist alles schon durchgängig angelegt. Ich würde sagen, die Geschichte von BMW ist eigentlich eine sehr konstante. Eine der Konstanten? Von Beginn an setzt BMW immer wieder Maßstäbe und führt als erste Motorradmarke neue Technologien ein. Die Hubräume werden immer größer, die Leistungswerte imposanter. 6 Jahre vor BMW Auto sind die Bikes gestartet. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg erreichen die Münchner die beeindruckende Zahl von über 100.000 verkauften Motorrädern und Gespannen. Erst 1939 folgt der kriegsbedingte Einbruch. So richtig in Schwung kam BMW Motorrad zuvor durch die spektakulären Rekordfahrten von Ernst Jakob Henne. Die erste von insgesamt 76 Bestmarken setzt er 1929 mit einem für damals fast unglaublich hohen Tempo. Henne wird zum Volkshelden und die Nachrichten von seinen immer neuen Rekorden gehen um die Welt. Höhepunkt 1937 wird Ernst Jakob Henne zum weißen Phantom, als er in einer aerodynamisch verkleideten BMW mit knapp 280 Sachen über die Darmstädter Autobahn jagt. Sein Rekord wird 14 Jahre lang Bestand haben. Heute ist natürlich viel mehr Teamarbeit, wo man es auch nicht mehr so an einzelnen Namen festmachen kann. Dann haben wir im Rennsport mit Sicherheit zwei herausragende Namen. Das ist einmal der Ernst Henne, der die Weltrekorde fuhr. Und dann auf der anderen Seite Schorsch Meyer, der auf der Straße halt alles weggebügelt hat, wie man heute sagen wird, was es wegzubügeln gab. Also 38 Europameister, übrigens zum ersten Mal, wo es über eine ganze Saison wie heute ausgefahren wird. Und dann 39 mit dem TT-Sieg als erster Nicht-Britte. Das waren schon zwei herausragende Rennfahrer. Jahrzehnte danach feiert BMW immer noch Erfolge im Motorradrennsport, diesmal bei den Superbikes. Grundlage für die Renner ist der käufliche Supersportler S1000RR. Seit 2009 lässt er mit mittlerweile 199 PS und nur 209 Kilogramm Ballast die Konkurrenz alt aussehen. Eines der Erfolgsgeheimnisse: die Motorradsparte profitiert vom Know-how und der Manpower von BMW Auto. Die Bayern übertragen Technologien von 4 auf 2 Räder. Für die nötige Anpassung stehen modernste Geräte bereit. Ob auf dem Motorenprüfstand oder im sündhaft teuren Windkanal. Hier kann BMW die ausgeklügelte Aerodynamik seines Supersportlers und anderer Modelle gezielt entwickeln und auf die Spitze treiben. Von derartigen Synergien mit der BMW Autosparte träumen andere Motorradhersteller meist nur. In den 60er und vor allem in den 70er Jahren steckt BMW Motorrad in einer Sackgasse. Vor allem der Nachwuchs fährt auf kleinere Hubräume oder Vierzylinder-Bikes ab. BMW aber bietet nach wie vor nur große Zweizylinder-Boxer an, die seit 1969 im Werk Berlin-Spandau entstehen.
Ein Motor scheint einfach zu wenig. Selbst Highlights wie die R100 RS von 1976 ändern daran nur wenig. Das erste voll verkleidete Serienmotorrad der Welt erregt zwar Aufsehen, trotzdem fällt BMW immer weiter hinter die Konkurrenz aus Fernost zurück. 1979 gilt BMW als technisch überholt und spießig. Es muss sich etwas ändern. Die Japaner hatten praktisch alles, was an Modellkonfigurationen, Motorenkonfigurationen denkbar war, Segmenten denkbar war, in den Markt gebracht. Und wir standen da mit einem Zweizylinder-Boxer-Konzept, mit einer Monokultur, die an sich für sich alleine nicht mehr stehen konnte. Bei der notwendigen Revolution geht BMW wieder eigene Wege. Drei- oder Vierzylinder liegend längs eingebaut, das macht sonst keiner. Die K-Baureihe kann aber erst ab 1983 neue Käufer bringen. Deshalb ist 1979 noch völlig unklar, wie BMW die Zeit bis dahin überstehen soll. Der Rettungsanker heißt damals G-S, später nur noch GS. Zwei Bikes in einem, eine Mischung aus Straßenmotorrad und Enduro. Damals völlig neuartig, bis heute bewährt und in vielen Ländern weltweit das meistverkaufte Bike. Heute erfüllt die aktuelle BMW R1200 GS dank Teilwasserkühlung die derzeitigen Abgas- und Lärmvorschriften spielend. Die Krise von 79 hat BMW stärker denn je werden lassen. Während der 90 Jahre gab es viele Ups und Downs und immer wieder hat sich die Mannschaft die richtigen Dinge einfallen lassen, wie es gut weitergehen konnte. Und davon profitieren wir natürlich auch heute. Stichwort Konzeptbikes. 2009 nimmt die spektakuläre Studie Concept 6 spätere Serienmotorräder vorweg. Zum Beispiel mit fast demselben Motor, dem sechszylindrigen Supertourer K1600 GT. 2015 folgt die Concept 101. Das Flacheisen, ein sogenannter Bagger, ist ein Frontalangriff auf den US-Markt und den dortigen Platzhirschen Harley-Davidson.